Hallo und herzlich willkommen zum Fußball-Fan-Talk hier bei WMTV. Mein Gast heute, André Habring. André, ich sag heute, du bist unser Stammgast hier. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mittwoch waren wir in Rede, haben wir ein wunderschönes Spiel gesehen. Bundesliga-Fußball in Rede. Mhm. Wahnsinnig tolles Ereignis für die Region, war eine richtig tolle Veranstaltung. Also ich könnte heute noch schwärmen davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich glaube, wir haben da auch noch ein paar Sachen irgendwie im Äther oder wie auch bei immer. Bei dem muss man wirklich sagen, Spoiler Alert, du nimmst alles voraus, was ich eigentlich sagen wollte. Tut ja. Ich sag's mal so, wir werden, bevor wir jetzt zum Fußball-Fan-Talk kommen, erstmal werden wir einen Zusammenschnitt sehen. Nämlich André war tatsächlich in Rede und hat da Fans getroffen, hat verantwortlich von Borussia Dortmund und vom VfL Rede getroffen und ist, glaube ich, jetzt Fan von dem Torhüter Mike Welling. Also wir gucken uns jetzt erstmal an, André on Tour. Mich voll erwischt. Ich habe gespielt, ja sicher. Ich habe einen Kuh für Rede gemacht. Ja, da sind wir direkt beim Thema, würde ich jetzt mal sagen. 1-0 für Rede, unverhofft kommt oft, dritte Minute, Wahnsinn, oder nicht? War schon nicht schlecht, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Spiel zu gucken. Und ich sag mal, die ersten 5 bis 10 Minuten konnte Rede noch mithalten. Danach hat man gemerkt, Dortmund hat ihr Spiel aufgezogen, haben ruhig gespielt, abgeklärt, Rede kommen lassen, wenn sie es zugelassen haben, und ansonsten würde ich sagen, Top-Spiel. Ich sag jetzt mal, Jara, wir haben bestimmt auch viele Leute hier im Stadion begrüßen dürfen, die jetzt Fans vom VfL Rede sogar sind. So zu Anfang hat man ja eigentlich gedacht, Borussia Dortmund wäre in Weiß aufgelaufen. Ja, wir haben schon der Mannschaft an die Hand gegeben, dass sie versuchen, Fußball zu spielen in allen Situationen. Sonst kommen ja auch solche Spielzüge wie in der dritten Minute gar nicht zustande, wenn die Jungs sich nichts zutrauen. Wenn wir vorm 16er stehen, alles rauspölen und sehen, dass wir irgendwo ein flaches Ergebnis rausholen. Die sollen ja was mitnehmen, und das heißt Fußball spielen. Wenn es so klappt mit dem Marvin, der da über die Seite dann zieht, ne, dann geht einem natürlich das Herz auf, man schüttelt erstmal mit dem Kopf und denkt, was ist nun los? Ne? Aber man hat dann ja auch ziemlich schnell gemerkt, so wird es wohl nicht bleiben. Erstmal war die Stimmung natürlich grandios. Also ich glaube, so laut war es noch nie nach dem Tor. Und dann wollten wir das halt den Schwung so ein bisschen mitnehmen in die nächsten Minuten. Ne? Haben dann leider die Führung nicht ganz so lange gehalten. Ich weiß gar nicht, wie lange, 10 Minuten vielleicht, glaube ich. Und ja, sind dann halt 3 Minuten. Also nicht ganz so lange. Aber im Großen und Ganzen kann man da zufrieden sein. 7-1 muss man vielleicht nicht verlieren, ein, zwei kleine Fehler drin, aber durch die ganzen Umstellungen, die da nachher gewesen sind, war auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Zweites Spiel im gelb-schwarzen Trikot, sofort ein Tor geschossen hier in Rede. Erstes Spiel, hast du beim ersten Mal gar nicht gespielt. Erstes Spiel im schwarz-gelben Trikot hier in Rede. Behält man da Rede irgendwo im Herzen und in Erinnerung? Und kann man sich auch am Ende der Saison, wenn man die Meisterschale dann wieder in der Hand hat, noch an Rede erinnern? Glaube ich persönlich schon. Also ich glaube schon, dass gerade das erste Tor oder auch die ersten Momente, die man auch auf dem Platz erlebt, dann gerade auch in Erinnerung bleiben. Und ich glaube schon, dass ich mich daran noch erinnern werde, auch noch am Ende der Saison. Von daher war es, glaube ich, schon ein ganz schönes Gefühl, das Tor zu schießen. Aber letztendlich war es mir persönlich dann auch nicht so wichtig. Wichtig war mir, dass wir als Mannschaft ein gutes Spiel machen. Auf jeden Fall. Wie habt ihr als Mannschaft so die Veranstaltung hier empfunden? Also 7.500 Zuschauer auf dem Land, sage ich jetzt mal, oder in einer Kleinstadt, wie es Rede ja nun mal ist. Die Veranstaltung war, glaube ich, super durchorganisiert, oder? Wie habt ihr das als Mannschaft empfunden? Auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man auch so als kleinen Vorgeschmack für die Saison dann sehen. Dass dann 7.000, 8.000 Zuschauer hierher kommen, wirklich in das relativ kleine Stadion, sage ich mal, aber das doch sehr schön ist, war ehrlich gesagt nicht zu erwarten, habe ich auch nicht mit gerechnet, aber letztendlich waren wir auch alle sehr froh, dass das Interesse an Borussia Dortmund natürlich auch so groß ist und dass die Fans auch zahlreich erschienen sind mit den Kindern zusammen, und das freut uns umso mehr, und ich hoffe, dass dann, wenn die Saison anfängt, dass wir das alles dann noch zurückzahlen können. Vielen Dank. Bitte schön. Der Herr Gündogan, ich sag jetzt mal, wir haben ihn vorhin im Interview gehabt, ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch, auch schlaue Antworten, die er gegeben hat, konnte sich sehr gut artikulieren, auch bei uns am Mikrofon. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ja. Da habt ihr einen richtig guten Neuzugang, vor allem erste Mal schwarz-gelbe Trikot angehabt, sofort ein 1-0 geschossen, der wird Rede wahrscheinlich im Kopf behalten. Ja, denke ich auch. Also ich denke, da er vielleicht den Nuri Sahin nicht vertreten kann, aber ja, wir hoffen, dass er in der Hinrunde gut reinfindet und ja, vor Manni dann gute Spieleröffnungen machen kann.
paar Worte zum Torhüter von Rede. Klasse gehalten, wirklich richtig gut. Erste Halbzeit hat er klasse gemacht. Wobei wir hätten auch ein bisschen mehr in die Ecken schießen können, glaube ich, da wäre es schwerer geworden. Gut. Ein paar Worte vielleicht zum Reder Torhüter. Ja, na gut. Ich habe ihn ja nur in der ersten Halbzeit erlebt und da hat er schon ein paar hundertprozentig rausgeholt. Also Respekt. Es war nicht schlecht, auf jeden Fall. Wenn Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Torwart gewesen wäre oder aktuell noch ist, steht der Name des Reda-Torhüters mit auf dem Zettel drauf? Ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile hier im Umkreis sich rumgesprochen hat, dass unser Torwart Welling sicherlich einer der besseren in unserer Liga ist, auch sicherlich ein bis zwei Klassen höher spielen könnte. Ob er dann beim BVB auf den Zettel kommt nach dem heutigen Spiel, kann ich nicht beurteilen. Er ist ein guter Mann und wenn er dann ein Angebot vom BVB kommt, werde ich die Verhandlungen persönlich führen und das zum Wohle des Vereins und zum Wohle des Spielers auch entsprechend umsetzen und Sie werden die Ersten dies erfahren. Wir haben die ganzen kleinen Balljungen versprochen und da sollen auch die Kleinen kriegen, die haben glaube ich ein bisschen mehr Spaß dran und ich bin eh Fan von Borussia Mönchengladbach, also von daher kann ich damit ganz gut leben, kein Trikot bekommen zu haben. Natürlich mein Stichwort, Fan von Borussia Mönchengladbach, ganz klar, hättest du lieber heute gegen Borussia Mönchengladbach gespielt als gegen Dortmund, jetzt mal ehrlich? Also das ist eigentlich relativ egal. Natürlich ist steckt das Herz für Gladbach, aber ich glaube so vom Spieltempo, vom Fußballerischen kann man sich keinen besseren Gegner als Borussia Dortmund wünschen. Und ich glaube, man hat auch gesehen, wie die teilweise durch die Reihen dann durchgespielt haben, immer wieder klatschen lassen haben. Da ist schon eine einsame Klasse und gerade in Deutschland halt auch letztes Jahr gezeigt worden, dass da große Klasse besteht in der Mannschaft. Wir haben auch einen Dortmund-Fan auch noch getroffen. Wie kann es sein? Der BVB spielt hier in Rede und es sind sogar Dortmund-Fans da. Ja sicher, also wir sind auch Dortmund-Fans in Rede vertreten. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt hier so ein Spiel gucken können. Müssen wir nicht immer bis nach Dortmund fahren. Und ja, wir haben kurzzeitig noch Karten gekriegt. Ist ja ausverkauftes Haus gewesen. Die letzten Karten gekriegt. Ja, und das freut uns natürlich. Ihr seid Fans hier aus Rede vom BVB. Seid ihr denn organisiert in einem Fanclub? Oder seid ihr so eine lockere Runde, wo ihr schon mal gemeinsam schaut oder gemeinsam zu den Spielen fahrt? Also wir gucken immer natürlich zusammen Fußball. Karten habe ich jetzt nur manchmal vom Freund, der auch im Fanclub ist. Hier ist er, ne? Und, nee, das ist er nicht. Der ist Frankfurt-Fan. Natürlich hier Borussenbauer Bocholt. Das ist Gaucho, der ist auch bei uns im Fanclub Borussenbauer Bocholt und du hast dich hier heute nach Rede verirrt, wo der BVB spielt. Man geht auch ganz gerne mal nach Rede hin, um da also ein Spitzenspiel zu sehen. Das ist richtig. Ja, Gladbach hat Montag schon gespielt, im Freundschaftsspiel, im Derby Cup. Hast du da was von gesehen? Ja, ich habe es am Fernsehen verfolgt. Leider sind wir noch nicht ganz so gut in Elfmeterschießen, aber im zweiten Spiel habe ich gesehen, das lässt mich auch auf uns hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder angreifen können. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Satz, wenn man nach Favoriten der Bundesliga fragt, in Bayern München auch Borussia Dortmund nennt? Boah, Bayern München ist ja immer Favorit. Die erklären das permanent selbst und dann schließen sich alle anderen an. Und das ist aber auch sicherlich so. Bayern ist klarer Favorit. Leverkusen hat eine Top-Mannschaft. Wir wollen sehen, dass wir ganz gut mitspielen. Und am Ende schauen wir immer, was dabei rauskommt. Wichtig ist, dass die Leute Spaß haben, Borussia Dortmund spielen zu sehen. Und dass sie irgendwie auch das Gefühl haben, die geben alles. Und wenn du das Gefühl den Leuten vermittelst, dann kommt alles andere von selbst. Neuzugänge haben wir ja auch schon gesehen. Gündogan schon Tor geschossen. Was sagst du dazu? Ist natürlich super, aber natürlich, wir kaufen immer gut ein, hat man ja an Kagawa gesehen. Und deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass wir dieses Jahr nicht Meister werden. Ne? Oh. Also der deutsche Meister steht eigentlich schon fest, wenn man dem Reder Publikum Glauben schenken darf. Ganz klar, deutscher Meister 2011, 2012. Borussia Dortmund, meine Damen und Herren. Ja, das war André on Tour. André, du hast ja tatsächlich einiges erlebt in Rede. Jetzt sagen wir mal dein persönliches Highlight von Borussia Dortmund. Ich hatte das Gefühl zum Beispiel, Ilkay Gündogan ist ein wahnsinnig sympathischer Spieler. Auf jeden Fall. Also man hat sich sehr gut mit ihm unterhalten können. War auch sehr, sehr offen uns gegenüber. War natürlich stolz, zum ersten Mal auch das schwarz-gelbe Trikot zu tragen. Und wir haben ihn ja auch darauf angesprochen, Rede, er wird sich wahrscheinlich daran erinnern. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Bereicherung auch für die ganze Mannschaft. Ne? So wie er sich verhält, so nehme ich an, ist er auch in der Kabine. Ja. Also er ist recht natürlich, kommt noch rüber. Und solche Leute brauchen natürlich so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, alleine schon so fürs Mannschaftsgefüge oder wie auch immer. Ne? Eine gute Kompensation von Şahin, der auch eine hohe, ja, sag ich mal, einfach auch emotionale und auch sonst Intelligenz hatte. Ne? Der ja immer sich gut ausgedrückt hat vor dem Mikro, der immer Rede und an Bord stand, der immer sympathisch war. Und auch Gündogan hat sich da bereitwillig und lang mit den Fans ablichten lassen, genau wie Mats Hummels. Also
rundherum ein tolles Ereignis? Auf jeden Fall. Wie da, Darüber wird Rede noch lange sprechen. Darüber wird Rede noch lange sprechen. Jetzt mal unabhängig von Mike Welling, von dem du jetzt Fan bist, gehe ich von aus. Ja, auf jeden Fall. Hat wie ein Teufelskerl gehalten, kann man nicht anders sagen. Ne? Also André Herbring, wir sehen dich im nächsten Jahr in der Niederrheinliga als Zuschauer. bestimmt mal. Gut, dann bist du auch Experte für die Niederrheinliga für den Fußball. Aber unabhängig davon, Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit natürlich deutlich agiler mit, sag ich mal, eher Stammpersonal. Zweite Halbzeit haben sie es ein bisschen schleifen lassen mit den neuen Leuten. Aber gut, dass sie sich dann mit allen Stammspielern präsentiert haben. Was würdest du sagen zum Auftritt von Dortmund? Auf jeden Fall. Also der Auftritt von Dortmund war klasse, war in Ordnung. Also man hat ja auch einige Trainingseinheiten hinter sich gehabt, auch im Bereich Fitnesskondition, so dass eben die Füße vielleicht nicht so ganz leicht waren. Gut, man muss sich wahrscheinlich darauf einstellen, weil ich denke mal, als Profimannschaft weiß man über den Amateurclub wenig und muss dann erstmal sich auch behaupten auf dem Platz, konnte man auch in der Anfangszeit recht gut sehen, dass so einige Spieler von Rede jetzt der Meinung waren, jetzt gleich pfeift der Schiedsrichter, der übrigens eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, der Marcel Pellgrim. Möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal einmal sagen, total unspektakulär gepfiffen. Ja, und Klopp hatte ja auch gesagt, kann man gerne wiederholen, mal sehen, was nächstes Jahr, vielleicht kommt Dortmund tatsächlich nochmal zum VfL Rede. Tolle Sache. Ja, kommen wir von den Herren, kommen wir vielleicht zu den Damen und zwar die deutschen Frauen. Da müssen wir drüber sprechen, gegen Frankreich, vorher ein bisschen in der Kritik. Und jetzt, glaube ich, abgeebbt, die Französinnen nicht so stark wie erwartet. Aber ich glaube, die haben sich auch von der Kulisse und vom Gastgeber ein bisschen beeindrucken lassen. Was sagst du zum Auftritt der Deutschen gegen Frankreich? Ist mit Sicherheit so. Also an die deutschen Frauen wurde ja eine sehr, sehr hohe Erwartung gestellt im Vorfeld. Dann hat man das erste Spiel vor 75.000 Zuschauern in Berlin gespielt. Ist natürlich keine alltägliche Sache für die. Da kommen wahrscheinlich die Herren ein bisschen besser mit klar, mit ausverkauften Stadien. Zweites Spiel dann eben halt in Mönchengladbach. Oder nee, das war ja das dritte Spiel, Entschuldigung. Ja, drittes Spiel dann in Mönchengladbach. Dann hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Für die Franzosen war es dann neu, vor so einer Kulisse zu spielen. Eben halt gegen den Gastgeber. Und da ist man vielleicht ein bisschen untergegangen, wobei die Deutschen sich da gefangen haben und wirklich auch im Spiel nach vorne und mit allem drum und dran, was dazugehört beim Fußball, sich jetzt absolut stark präsentiert haben. Also wir können auf einiges hoffen. Ja. Jetzt geht es im Viertelfinale gegen Japan. Gegen Japan, die auch vorher hoch gehandelt wurden, aber dann gegen England ja verloren haben. Richtig. Also gut, die Deutschen haben sich jetzt, wie man so schön neudeutsch sagt, eingegroovt. Ich lasse dich jetzt auch mal die Partie tippen. Vielleicht fangen wir mal auch mit Deutschland-Japan. Samstag 20.45 Uhr ist das an. Deutschland gegen Japan. Was ist dein Tipp? Jawohl, zur besten Sendezeit. Ich denke mir mal, die Public-Viewing-Plätze, die werden voll sein wieder. Denke ich auch. Hier gibt es ja auch auf der Fanmeile in Bocholt ist da ja auch einiges, was da geboten wird. Und ich glaube, da werden die Deutschen auf jeden Fall weiterkommen. Und ich glaube auch klar, ich glaube, mit 3:0 wird man da Japan besiegen können. 3:0 für Deutschland, okay. Mhm. Schon vorher am Samstag spielt England gegen Frankreich. Frankreich ein bisschen immer noch Geheimfavorit. Mal sehen, vielleicht können sie nochmal zulegen. Und England auch hoch gehandelt. Auch hoch gehandelt. Also wenn es jetzt kein Finalspiel wäre, würde man da so ein bisschen auf ein Unentschieden tippen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, sagen wir einfach, es ist wie bei den Herren. Dieses Spiel geht ins Elfmeterschießen. Und wie dann bei irgendwelchen Turnieren ein Elfmeterschießen bei England ausgeht, ist klar. Also sehe ich da Frankreich vorne. Okay, Frankreich also vorne. Nach Elfmeterschießen am Sonntag Australien gegen Schweden. Die Schwedin ja also von manchen Sportzeitungen als die Topmodels jetzt bezeichnet. Die Schweden also gegen Australien. Ja gut, gestern die Damen, die sind ja auch beim Anblick von Mats Hummels dahingeschmolzen. Warum sollen dann nicht auch die Fußballherren mal beim Anblick von Schweden so ein bisschen dahinschmilzen? Wobei Australien hat sich auch stark präsentieren können, hat jetzt an Mitfavoriten Norwegen eben halt rausgeschmissen schon, wenn man davon reden kann in der Vorrunde, behauptet. Und die sehe ich stark, wobei die Schweden auch natürlich unbedingt eine Revanche wollen. Die wollen wahrscheinlich ins Finale gegen Deutschland kommen. Ich sehe Schweden vorne. 1 für Australien, 2 für Schweden. Zweimal Lotta Schelin vielleicht. Okay, ja, und dann auch eigentlich eine tolle Partie, weil beide, also Deutschland, wenn Deutschland der Topfavorit ist, dann sind Brasilien und die USA eigentlich an 2 und 3. Und jetzt im Viertelfinale kommt schon zum großen Aufeinandertreffen Brasilien gegen USA. Ja, was sagt man da? Also Brasilien ist ja immer so ein bisschen überschattet von Marta, wo dann über alles drüber berichtet wird. Aber sonst die ganze Mannschaft ist relativ kompakt. USA hat ja der Damenfußball auch eine riesengroße Tradition, auch im College-Fußball da und so weiter. Also da begegnen sich auf jeden Fall zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Das Finale der Weltmeisterschaft könnte beinahe heißen, Brasilien gegen USA.
da war ich eigentlich gar keinen Tipp abzugeben, aber man hofft ja so ein bisschen darauf, dass die Brasilianer noch dabei bleiben. Ich tippe 2-1 für Brasilien. 2-1, ja, da müssen die Brasilianerinnen aber doch eine Schippe drauflegen. Mhm. Ich glaube, Marta allein wird da nicht reichen. Die, auf gar keinen Fall. USA einen kleinen Ausrutscher sich geleistet, aber trotz allem, ja, ich würde die USA vorne sehen. Aber wir werden sehen. Genau. André, nächste Woche werden wir sehen, oder besser gesagt, werden du und Olli darüber sprechen. Mhm. Dann bedanke ich mich. Alles klar. Das war's. Martin. Schönes Wochenende. Auch so, vielen Dank. Guck schön Frauenfußball. Jawohl. Ja. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Der Fußball-Fan-Talk wieder am nächsten Freitag. Bis dahin, alles Gute.